Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HKC Recap 138 und das letzte Mal, dass wir dem Hutfloß Ahoi sagen dürfen. Dazu kommen wir aber gleich, denn wir starten mit einer neuen Folge von LS19 hinter Kaifek, der Map, Folge Nummer 8. Da sind wir wieder fleißig unterwegs, natürlich nach wie vor nicht mit unserem eigenen Traktor, nee, auch 8 Folgen im mittendrin schon und nach wie vor haben wir keinen eigenen Traktor. Schauen wir mal, wann wir uns da das erste Mal dann uns tatsächlich einen kaufen. Wie gesagt, aber weiter dann im Raft-Hutfloß. Das Ende, es kam ein bisschen unerwartet, weil im Prinzip wir sind da einfach ganz mal aufgegangen und dachten, ja, wir kommen dann schon mal wieder online, wenn wir halt wieder Bock haben. Das Ganze ist so, es ist quasi kein Server, der irgendwo gemietet ist, sondern den hat quasi Ole, hat quasi diese Welt erstellt und immer, wenn Ole da war, hat er halt quasi das Netzwerk quasi sozusagen oder übers Netzwerk quasi laufen lassen. Und wir konnten dann eben joinen. Aber, wie gesagt, nach diesem Tag ist nie wieder irgendwie Raft zusammengekommen. Es war dann zu dem Zeitpunkt auch schon eher ein bisschen, sage ich mal, durch. Ja, ein bisschen ausgelutscht. Wir haben zwar nur 3 Wochen, glaube ich, gespielt, relativ intensiv dafür. Und es sind einfach, finde ich, zu wenig Möglichkeiten noch. Also für mich ist das Spiel noch in einer zu sehr großen Early-Access-Phase, blöd gesagt. Dabei, glaube ich, ist es allerdings schon released. Also, mir gehen da einfach noch ein paar Sachen ab. Naja, weiter geht's mit dem Mully Adventure Folge 17. Da habe ich jetzt gerade eben ein paar weitere Folgen wieder bearbeitet. Die werde ich jetzt dann später gleich produzieren lassen. Denn ich bin jetzt dann gleich wieder weg. Deswegen auch hier wieder nur diese Shortcut-Version vom HKC Recap. Aber reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Denn wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, unsere XP-Form endlich mal voranzutreiben. Denn so viel kann ich sagen, mittlerweile haben wir eine. So, Bedtime Rocket League Episode 62 in Fun Live Commentary. Warum heißt es eigentlich so? Das ist eigentlich dadurch entstanden, weil wir halt hier immer im TS sind und wir eigentlich immer Fun haben und es immer live ist und es ist von dem her ein Fun Live Commentary. Also mal reinschauen, Leute, das ist auf jeden Fall immer ganz witzig. Und es sind auch ein paar krasse Moves, also es sind eigentlich ohnehin dann nur Matches dabei, wo wir entweder gewinnen oder nur ganz knapp verlieren, weil alles andere schneide ich hier raus. Ah, beziehungsweise alles andere existiert gar nicht, wir verlieren nie. Da schieße mich auf der Stelle. Gut, Arc Episode 195 macht die Woche dann komplett. Und wer zum Henker labert, da was von Diamanten. Ja, genau. Und zwar ging es da unter anderem um Timolia. So ein bisschen. Ich glaube, zu der Zeit war das nämlich noch. Ich glaube, zu der Zeit gab es echt noch Timolia. Ich bin mir gar echt nicht sicher, aber ich glaube, zu Arc-Zeiten gab es noch Timolia. Leute, das Ding ist schon so lang her. Es ist brutal. Aber wir nähern uns dem Ende. Und wie gesagt, auch dem Ende von Raft sind wir eben jetzt hier begegnet. Deswegen wird es morgen eine kleine Änderung geben. Und zwar morgen gibt es ein Spezialvideo, und zwar technikbezogen. Dafür wandert Landwirtschaftssimulator jetzt quasi immer auf den Montag, wo ja eigentlich jetzt Raft gelaufen ist. Das wandert jetzt eben dahin. Und dann, jetzt gibt es eben ein bisschen Technik wieder. Und wenn dann die Technik-Saison, es ist nicht lange, es dauert nur... Ich muss mal schauen, was ich noch alles zusammenbringe. Wenn eben die Technikabteilung dann wieder sozusagen beendet ist, dann starten wir mit einem neuen Sonntag, Second Let's Play. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus, ich muss los. Wir sehen uns dann. In diesem Sinne, tschaußen.